Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Medienlandschaft ist radikal im Umbruch. Wir sehen Konzentrationsprozesse bei Zeitungen und Redaktionen, neue Ausspielwege, neue Nutzungsgewohnheiten. Und vor allem sind da die gar nicht mehr so neuen Plattformen wie Facebook oder YouTube. Wir sehen auch die Zunahme von Hassbotschaften und Fake News. Und wir konstatieren, Medienverhalten und Medienangebote haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also ARD, ZDF und Deutschlandradio, hat dieser Medienwandel längst auch erreicht, und er muss sich diesen neuen Ansprüchen und Aufgaben stellen. Meine Damen und Herren, bei aller öffentlichen Kritik, meist auf Stammtischniveau, ist, und das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, auch das Vertrauen in die vor allem nachrichtlichen Angebote der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nach wie vor sehr hoch und ist in den Zeiten der Corona-Krise sogar gewachsen. Und darauf aufzubauen, bedeutet, Qualität zu produzieren, Vielfalt und Fakten abzubilden sowie Transparenz über die eigenen Standards herzustellen. Für gut recherchierte, verlässliche, umfassend zugängliche Informationen müssen die Sender auch technisch auf dem Stand der Entwicklungen veränderter Mediennutzungen sein. Dabei haben sie den Auftrag, den gesetzlichen Auftrag, ein Programm zu bieten, das alle Bevölkerungs- und Altersgruppen repräsentiert, Kultur-, Sport- und Unterhaltungsinteressen vielschichtig abbildet und höchsten journalistischen Ansprüchen gerecht wird. Ich brauchte nicht einen weiteren Beleg für Stammtischniveau. Medien, die unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Interessen sachbezogen informieren, mit ihren Nutzerinnen interagieren und für öffentliche Interessen hinter die Kulissen von Politik und Wirtschaft schauen, sind für eine Demokratie unerlässlich. Klar ist aber auch, das Ganze kostet Geld. Dieser Auftrag, den wir als Gesetzgeber den öffentlichen Rechtlichen immer wieder erteilen und uns darauf beziehen, kostet Geld. Es ist schon darauf hingewiesen worden, seit 2009 gab es keine Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Und wir reden jetzt über eine Anhebung um 86 Cent. Wir entscheiden das in allen Landtagen. Und, Frau Mallmann, ich hab mich zurückgehalten, Ihnen nicht applaudiert, damit es für uns beide nicht peinlich wird. Aber Sie von der CDU müssen sich doch schon fragen lassen, hier ganz klare Position zu beziehen. Und in Sachsen-Anhalt will auch die sachsen-anhaltinische CDU zusammen mit der AfD dieses Projekt vor die Wand fahren. Na ja, ich hab hier auch schon Sachen gehört, für die ich nichts konnte, Herr Frömmrich. Also, meine hessische CDU, da müssen Sie sich ja schon einmal auch in der eigenen Familie noch einmal nachfragen. Meine Damen und Herren, diese Angriffe auf den Öffentlich-Rechtlichen sind in aller Regel im Wesentlichen neoliberal nach wie vor motiviert. Und sie werden teilweise von Stimmungen aufgeheizt gegen ganz konkrete Beiträge. Wir haben gerade da Beispiele schon gehört. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen ganz deutlich sagen, aus der Politik heraus geht diese Kritik an einzelnen journalistischen Beiträgen des Öffentlich-Rechtlichen überhaupt nicht. Wir müssen an solchen Punkten immer die Staatsferne des Öffentlich-Rechtlichen verteidigen, egal wie wir selber die Qualität des einen oder anderen Beitrags beurteilen. Zensur und Einschränkung journalistischer und künstlerischer Freiheit gehen gar nicht. Egal, ob sie von einem Bundesinnenminister kommen, oder von den Gruppen, die angeblich besorgten Bürger vertreten. Meine Damen und Herren, ich will nicht verhehlen, ich habe durchaus Kritik an einzelnen Sendeformaten,
an der Gewichtung von Programmsparten, insbesondere zu Primetime, und vor allem auch den Gehaltsstrukturen bei ARD, ZDF und Deutschlandradio. Aber ich habe auch keinen Zweifel daran, dass ein Stopp der geplanten Erhöhung und damit daher eingehende faktische Beitragskürzung gerade angesichts von Fake News und rechten Desinformationskampagnen und unregulierten Plattformen für die Gesellschaft und demokratische Meinungsbildung fatale Folgen hätte. Ich fasse unsere Position zusammen und begründe damit nochmals, warum wir beiden Gesetzentwürfen zustimmen. Öffentlich-rechtliche Medien sind wichtig. Gäbe es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, müsste er als Gegengewicht zu privatisierten Medien, Fake News-Portalen, intransparenter Plattformmeinungsmache erfunden werden. Wir wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stärken. Zweitens. Rundfunkfreiheit erhalten. Zentrales Anliegen ist und bleibt, die von der Rundfunkfreiheit geschützte Programmautonomie der Anstalten zu bewahren. Und dazu gehört auch der öffentliche Diskurs der Parteizugehörigkeit einzelner Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in den Institutionen. Ich will darüber hinaus ein paar Aspekte zumindest noch streifen, was wir uns als linke Medienpolitikerinnen für die Zukunft des Öffentlich-Rechtlichen auch vorstellen. Und diese Wünsche verbinden wir durchaus auch mit unserer Zustimmung zu dieser Beitragserhöhung. Wir brauchen in den Öffentlich-Rechtlichen eine deutliche Stärkung der Rechte der freien, arbeitnehmerähnlichen Mitarbeiterinnen. Da haben die Sender deutlich mehr Verantwortung zu übernehmen. Wir brauchen eine Programmstruktur, die gute Sendungen zu allen Sendezeiten ermöglicht und eben nicht nur Talkshow-Formate während der Primetime. Wir brauchen eine Veränderung oder Stärkung der Mediatheken. Viele der in den Mediatheken abrufbaren Sendungen werden aus rechtlichen Gründen momentan nach einigen Wochen oder Monaten gelöscht. Die sind aber mit öffentlichen Geldern erstellt worden, und wir müssen entsprechende Gesetzesänderungen jetzt endlich einmal angehen, dass sie auch unbegrenzt allen Nutzerinnen zur Verfügung stehen. Und last not least, der öffentlich-rechtliche Auftrag impliziert auch eine Diversität im Programm und in der Personalstruktur. Um unsere Gesellschaft angemessen zu repräsentieren und zu adressieren, müssen im Öffentlich-rechtlichen mehr Lebensrealitäten zum Ausdruck kommen. Das bedeutet die Darstellung unterschiedlicher sozialer Hintergründe, die Anerkennung von Deutschland als Einwanderungsland mit entsprechend diversen Bevölkerungsgruppen. Diese Spektren abzubilden, das erwarte ich auch zunehmend vom Öffentlich-Rechtlichen. Das erwarten wir von den modernen Öffentlich-Rechtlichen. Diesen Anspruch verbinden wir auch mit der Zustimmung für diese beiden Gesetzesentwürfe. Wir werden gleich zweimal zustimmen. Danke.